equals? It's a secret. Wow! It's a secret. Oh. Test, 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 test. Test, 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 test. Connected. Channel switched. Thank you.
can you tell she on the youngster notches? All these rappers whacking, make the youngster notches sick. Rap hack, beat a squad, that's the youngster notches click. Said that's the youngster notches click. Listen, yeah, I'm visualizing the realism of life and actuality. Step to me, yeah, this is my galaxy. I am who the baddest be. I'd rather be at the academy. I'm glad to be me. Magnified like bifocal. Talk on the internet, but in person ain't never. Local from no hold in Soho, getting G's like a photo, you know. I'm blessed like Sunday, flying in a runway. Lil Bobby never second guess that he gon' make it one. Was geht ab, Freunde? Phineas hier und ja, willkommen hier und heute zu einem sehr besonderen Video auf meinem You are a magnificent beast. Hi, I'm Jamie. I guess you want my number? Wow, yeah. In den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind von Leben gezeichnet, mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Wir singen dieselben Lieder, sind aus demselben Holz. All unsere Fehler, wir haben sie selbst gewollt. Wir teilen die beste Zeit bis zum letzten Tag. Teil das letzte Glas, sind komplett im Arsch. Wir sind für immer jung, doch bleiben immer die Alten. Wir sind so krass drauf, nichts kann uns halten. Wir sind so schön kaputt, doch wir sind nicht allein. Wir sind nicht perfekt und wollten's nie sein. Wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Die coolen Kids von damals, das waren wir. Und das erste Mal blau war ich mit dir. Es ist so lange her und so viel passiert, doch wir sind immer noch hier und wir sind immer noch wir. Ein Leben wie ein Gemälde, kaputt und verschmiert, doch Erinnerungen bleiben wie ein Tattoo. Wir haben Ecken und Kanten wie ein rollender Stein. Wir sind nicht perfekt und wollten's nie sein. Wir sind vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Vom Leben gezeichnet in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind vom Leben gezeichnet mit Dreck und mit Schmutz, doch es glänzt wie Perlmutt. Wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Mario Party Spaß für zu Hause und unterwegs. Erlebe eine völlig neue Art zu spielen mit 80 brandneuen Partyspielen. Spiele zu Hause mit deinen Freunden oder im neuen Online-Modus gegen Spieler aus der ganzen Welt. Der interaktive Brettspielklassiker ist zurück. Super Mario Party, nur für Nintendo Switch. Nintendo Switch.
versprochen, ich bring deine Freundin heim. Dass das hier dann passiert ist, wirst du mir nie verzeihen. Denn du hast mir vertraut, ich hab Scheiße gebaut. Jetzt bring ich sie dir nach Haus, will ich fertig und zerzaus. Wir waren nur zu zweit und der Weg war so weit. Auf einmal blieb sie stehen und dann hat sie's mir gezeigt. Was hat sie dir gezeigt? Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so eng, die Schuhe nicht gewöhnt. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so eng, die Schuhe nicht gewöhnt. Ich hab's echt versaut, Mann, sie ist doch deine Braut. Doch sie gab einfach nicht auf und so nahm es seinen Lauf. Klar bist du jetzt sauer, aber eins musst du sehen. Es tat dir ziemlich weh und auch für mich war's nicht schön. Ja, der Weg war so weit und sie trug ein kurzes Kleid. Dann kniete sie vor mir und da hat sie's mir gezeigt. Was hat sie dir gezeigt? Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so eng, die Schuhe nicht gewöhnt. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng. Song ist nicht versaut, was bist du denn für ein Schwein? Woran denkst du denn bei Blasen? Ihre Schuhe waren zu klein. Ja, der Song ist nicht versaut, was bist du denn für ein Schwein? Woran denkst du denn bei Blasen? Ihre Schuhe waren zu klein. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so eng, ihre Schuhe nicht gewöhnt. Vorteilsclub-Mitglieder aufgepasst! Sparen Sie diesen Donnerstag 10% ab einem Einkauf von 10 Euro. Denn da ist rechtzeitig vor dem Nationalfeiertag Extrem Biller Clubtag. Biller, sagt mein Hausverstand. Fragt er sich, was mach ich falsch, denn sie mag mich nicht. Sie will weder mit ihm schlafen, noch mit ihm tanzen gehen. Was macht er bloß falsch, Mann, er ist doch so schön anzusehen. Er denkt schon seit Jahren, es liegt an seinen Haaren. Er hatte jeden Schnitt der Welt, damit er ihr gefällt. Ja, Irokese, Dauerwelle, Glatze, Fukuhila, Hipster, Vollbart, Trendfrisur. Mag sie wohl lieber, sie will ihn nicht, er versteht es nicht, doch der Grund ist ganz banal. Sie sucht einen Mann mit Pferdeschwanz, die Haare sind egal, ja, ob lang oder kahl. Die Haare sind egal, sie sucht einen Mann mit Pferdeschwanz, überdimensional. Ob Franz oder Karl, bei dem Thema bleibt sie stur. Sie sucht einen Mann mit Pferdeschwanz und scheißt auf die Frisur. Ja, vielleicht ist er zu dick oder hat den falschen Job oder fährt das falsche Auto und glaubt an den falschen Gott. Ja, er fährt nen Ferrari und denkt, Wunder, was für ein Mann er ist. Doch wenn sie Pferdestärke sagt, meint sie was ganz anderes. Sie will ihn nicht, er versteht es nicht, doch der Grund ist ganz banal. Sie sucht einen Mann.
Mann mit Pferdeschwanz. Die Haare sind egal, ja, ob lang oder kahl. Die Haare sind egal, sie suchen Mann mit Pferdeschwanz. Überdimensional, ob Franz oder Karl. Bei dem Thema bleibt sie stur. Sie suchen Mann mit Pferdeschwanz und scheißt auf die Frisur. Du selbst. Folge deinem Herzen. Fliege. Schreib das Leben neu und umarme das Unbekannte. Worauf wartest du? Let's get lost. Wir machen ein Testspiel für morgen für die Weekend League. Ich habe zwei Zuschauer. Wo? Das sieht man da, zwei. Einer bin ich und irgendwer anderer. Ich weiß nicht wer. Gebt dich mal zum Erkennen, Zuschauer. Gebt dich mal zum Erkennen, Zuschauer. Like a Bits. So, hier mal mein Ultimate Team. So, zeig wieder mein LV da. Oha, Insigne und Kalekjon. Frank Buschmann und Wolf Fuß sagen Hallo, liebe Zuschauer. Könnte eine richtig gute Partie werden. Das hoffen wir natürlich alle und damit auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Schauen wir uns die taktische Formation kurz an. Wir sehen das 4-3-3, drei Stürmer, die rechts eng beieinander sind. Also es muss nicht zwingend über die Flügel. Das ist jetzt eine Chance. Toll vom Torwart, gut gehalten. Robertson. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf. Beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Kimmich. José Caicón. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Jetzt sind sie mehr. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gutes Tackling. Einwurf. Nun Insignia und Matuidi, Goretzka, Alexandro, jetzt. Jetzt könnte der Pass kommen. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Alderweireld klärt. Philippe Andersson. Arnautovic. Andrea Molenko. Ball jetzt bei Matuidi. Mertens. Sehr guter Einsatz. Kimmich. Jetzt Ries Mertens. Und jetzt ein langer Ball soll zu Boateng. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. José Caicón. Philippe Andersson. Dele. Philippe Andersson, ganz stark abgeblockt. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Jo, und da ist der Angriff vorbei. José Caicón. Insigne. Da kann er sich den Ball holen. Schwache Aktion, Ballverlust. Philippe Andersson. Dele. Ali. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da haben sie jetzt Platz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er ist da und kann den Ball hier klären. Ballverlust. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Hamšík. So, das ist abseits. Vergesst es aber nicht, gell? Die müssen wir wieder zurückbringen. Vergesst es dort ja nicht. Wo? Na wo? Bei deiner Oma. Die müssen wir am 14. zurückbringen, gell? Ja, bis dorthin müssen wir es zurückbringen. Wehe. Wie viele Bücher? Die Bücher. Eins nur. Aber gar nicht lange diskutieren und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Alter Welt. Sie haben Platz.
Ist es das jetzt? Oder kann er klären? Eins. Eins. Und Mertens. Passt jetzt auf Insignia. Schönes Zuspiel. Hamschick, was macht er? Das ist noch gefährlich. Er trifft den Pfosten. Sie bekommen eine Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Ecke kommt von Kimmich. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da muss er flanken. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Da kommt der Pass. Gute Idee, dieser Ball. Adrian Molano. Yes! Der Ausgleich. Jetzt wird es spannend. Da ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Adrian Molano. Der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ah, da ist Pech dabei, der hätte er fast gehabt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Und Matuidi. Matuidi. Und nun Boateng. Und Marek Hamsik. Jose Caichon. Philippe Andersson. Arnautovic. Alderweireld. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Rüdiger. Andrea Molenko. Fred! An die Latte. Neuer mit der Faust dran. Ja, das gibt Eckball. So, Ecke kommt. Da ist die Szene vorbei. Hamsik. Jose Caichon. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Hamsik. Goretzka. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sehr guter Einsatz. Andrea Molenko. Da kommen sie im Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Dele Alli. Yes. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß. Groß, groß wie eine Giraffe so hoch. Oh, oh, oh. Und ich bin das Tor quasi mit dem Pausenpfiff. Haben Sie das so früh abgeschaltet? Ja, scheint absolut so. Sie waren mit dem Gedanken schon in der Kabine und dafür werden Sie bestraft. 2-1, hier ist noch alles drin. Knappe Führung zur Pause. Ja, so ist das. So ist das. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Du, bu, 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 du. Substitution for the host. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Abgefangen von Chiellini. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Ein fantastisches Tor. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Nun Insignia. Goretzka. Bleibt an Alli hängen. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Kimmich. Cuadrado am Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Angriff könnte was werden. Yes! So, die Führung.
Chaos. Jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst. 3 zu 2 also. Da ist alles drin. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Jetzt Insignia. Alexandro am Ball. Matuidi. Goretzka. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Wijnaldum. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Philippe Andersson. Arnautovic. Dele. Er zieht ab und versucht. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Er spielt den Pass zurück. Und die Flanke. Und da ist der Ball wieder weg. Da kommt die Flanke. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Philippe Andersson. Arnautovic. Arnautovic, der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Da musste der Torhüter nicht eingreifen, der Verteidiger hat geklärt. Arnautovic. Da gewinnt er den Zweikampf. Und Insigne. Und Alexandro. Super dazwischen gegangen. Arnautovic, Philippe Andersson, Andrea Molenko. Sie haben den Ball. Pass auf, den Kabel da. Hamšík. Der Lerli geht dazwischen. Arnautovic, Fred. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Dele Alli, der Versuch aus der... Distanz, das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen sie sich nicht beschweren. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Da trennt er ihn fair vom Ball. Dele Arnautovic. Alessandro Schöpf. Und jetzt die Chance. Yes. Der neue Mann macht das Tor, da ist die Führung. Und da darf sich natürlich der Trainer auf die Schulter schlagen. Alles richtig gemacht. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze, der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass das nichts zu halten ist. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Kimmich. Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Robertson. Arrizabalaga. Und Lukas.
Mertens mit dem Pass. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Super Pass jetzt. Lange Flanke. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Rüdiger sieht gelb. Jerome Boateng. Ui, das war eine gute Möglichkeit. Aber der Keeper hält den Ball. Da kommt der Pass auf außen. Und nun Pastore. Philippe Andersson. Ab, jetzt können Sie es entscheiden. Yes. Das war's! Ich glaub, davon erholen sie sich nicht mehr. Die Nudel putzen, schalalalala. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst, sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt's halt manchmal. Pjanic. Klasse Aktion. Nein, wer soll diesen Pass? Toller Pass. Er spielt den Steilpass. Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Wie macht er den denn rein? Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Kein Spiel für die Torhüter heute. Defensiv stehen beide Teams nicht gut. Und in der Folge sehen wir hier viele Tore. Der Schiedsrichter... So, das war das gesagte Testspiel für morgen. Ob alles klappt im Stream und so. Und morgen wird dann gestreamt. UEFA Champions League. Oh, danke. Na warte, ich habe noch was gekriegt. Ein Gold, ein selten, na komm. Verkaufen. Warte, haben wir noch einen gekriegt. Mensa! Da könnte auch was wert sein. Kann ich gar nicht verkaufen. So Leute, das war's mit meinem Testspiel für morgen. Morgen wird gestreamt. Ab, ich kann's euch sagen. Online. Oh, Ultimate Team. In 17 Stunden wird gestreamt. Ich wünsche euch was. Alles Gute und bis morgen.